Jetzt verteile ich etwas Rosmarin auf die Kartoffeln. Ein bisschen leicht drücken, um das Aroma freizusetzen. Gleich zeige ich Ihnen noch einen Trick. Die Pilze sind perfekt. Sehen Sie sich das an. Das Brot kann jetzt auch aus. Sehen Sie diese hübschen kleinen Pilze? Die sind richtig gut. Da muss man nichts mehr machen. Kurz schwenken und Sie können auf den Tisch. Das Steak lege ich direkt auf die Salsa. Wenn Sie es aus der Pfanne nehmen, reiben Sie es sofort mit etwas ein. Wenigstens mit Butter oder Öl. Aber wir haben unsere Salsa, die ist noch besser. Und dann lassen wir es ruhen. Ich stelle es einfach kurz beiseite. Jetzt mache ich aus diesem Ciabatta-Brot das unglaublichste Sandwich aller Zeiten.